Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Album V von Vega in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. V von Vega, das Ganze nicht nur als CD und Box erschienen, sondern auch in Vinylform. Wir machen gleich die Folie runter, aber bevor wir das machen, schauen wir noch kurz den Sticker hier an. Und zwar haben wir hier rechts oben einen orangen Aufkleber und hier lesen wir Vega V, das Album, als limitierte orangene Doppelvinyl inklusive Downloadcode. Gut, dann werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. So, wo machen wir das am besten auf? Wahrscheinlich hier. Jawohl, jetzt haben wir das mit einem kleinen Cut. Sehr gut. Das ist immer so eine Sache. So. Also, was gleich mal auf den ersten Blick auffällt, das Artwork oder das Design, das auch schon auf der Box oder auf der CD zu sehen war, ist auch hier in der Vinyl durchgezogen worden. Dieses Türkis, ganz stark hier. Und was mich sehr, sehr freut, ist, wir haben hier oben eine Unterschrift. Sieht man sehr selten auf Vinyls. Also hier hat Vega handschriftlich mit schwarzem Stift unterschrieben. Vega 18 lesen wir hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das durchnummeriert wurde. Also ob die anderen Vinyls andere Nummern haben. Müsste ich mal recherchieren. Aber auf jeden Fall habe ich in dem Fall die 18, wenn es wirklich durchnummeriert ist. Freut mich das natürlich, dass ich dann auch im zweistelligen Bereich bin. Dann haben wir hier einmal das Cover. Also Vega hier gerade im Dialog mit dem Ordnungshüter. Alle anderen Protagonisten hier anonymisiert. Dann haben wir hier den Vega-Schriftzug, der hier so verläuft. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 4, 7, 10, 13 Tracks und wir haben Features von Casper, Face, Moses Pelham, Credibil und nochmals Face. So sieht das aus. Dann haben wir noch Credits und Barcode und ansonsten, ja, alles hier türkis und dann groß dieses schwarze V. Das Ganze hier zum Aufklappen. Hier haben wir nochmal das große Motiv des brennenden Polizeiautos. Das gab es ja in der Box als Poster. In dem Fall als Innenfoto. Und dann haben wir hier die erste Vinyl. Was mich sehr freut, dass die Verpackung hier auch nochmal bedruckt ist. Für Vinco. Ah, da gibt es auch den Track. Dass das Ganze nicht einfach so schlicht in weiß oder schwarz gehalten ist, sondern dass das Ganze hier wirklich bedruckt ist. Wer nicht liebt, der hat Gott nie gesehen. Szenen aus dem Stadion, Pyrotechnik wird hier verwendet. Und dann schauen wir mal. Also es hat auf jeden Fall was, wenn das Ganze so optisch attraktiver gehalten ist, als jetzt einfach nur so weiß oder schwarzes Papier. Finde ich schön. Und was mich auch sehr freut, wir sehen es schon, dass die Vinyls ebenfalls nicht einfach nur in schwarz gehalten sind, so wie man es klassisch kennt. Nein, wir haben hier eine orangene, durchsichtige Vinyl. Gefällt mir sehr gut. Seite A lesen wir hier. Dann haben wir auf der Rückseite die Seite B. Spannenderweise hier auf der B-Seite auch die Tracks von A aufgelistet, also A1 bis 4. 4 Tracks von der A-Seite wurden nicht hier angeführt, sondern lediglich auf der B-Seite. Und dann haben wir noch 3 Tracks auf der B-Seite. Gut, das Ganze wieder zurück. Jetzt wollte ich gerade schauen, wo der Download-Code ist. Der ist hier. Okay. Machen wir das wieder mit in die Verpackung. Und dann haben wir natürlich noch eine zweite Vinyl. Die ist ja in dem Fall so gestaltet. Also auch hier wieder Szenen vor oder nach des Spiels. Ich gehe mal stark davon aus, vor dem Spiel. Wir sehen hier die Polizei, das sind in dem Fall Franzosen.
lesen wir Gendarmerie. Eventuell war das sogar die Auswärtsfahrt nach Bordeaux von Eintracht Frankfurt. Und dann haben wir hier hinten nochmal alle Tracks aufgelistet. 13 Stück an der Zahl. Und auch hier wieder eine orangene Vinyl. Das ist die C-Seite. Und dann haben wir hier die D-Seite. Sehr schön. Und zusätzlich, wie es ja heute so Standard ist bei den Vinyls, haben wir für die Leute, die vielleicht keinen Plattenspieler haben oder das Ganze zu Hause nicht wiedergeben können, einen MP3-Download-Code. Also, den werde ich dann noch verwenden. Und hier lesen wir dann deinen Gutscheincode für das V-Album als Download. Besuche den Store etc. Also hier einfach die Gebrauchsanweisung, wie man diesen Code einlöst. Rückseite blank weiß. Gut, wir fassen zum Abschluss nochmal kurz zusammen, was wir hier alles bekommen. Wir haben hier einmal die Doppelvinyl in diesem wunderbaren Orange in zwei bedruckten Hüllen drinnen. Und dann natürlich den Download-Code hier noch als extra, um das Ganze in MP3 runterzuladen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.